Wir sind gerade aus Dresden angekommen in Offenbach. Nach Offenbach ist unsere Stadt! Zwischenstopp, wir müssen nach Hanau. Offenbach liegt auf dem Weg. Das erste, was passiert ist, da kamen ein Haufen Kinder an und haben unsere Pfandflaschen geklaut. Die waren so voll wie die Kinder aus Hostel. Und die sagten, bitte, bitte, Essen geben. Und der eine hatte nur einen Schuh. Ist halt wie in das passt nicht. Sah neulich einen Offenbacher auf der Straße. Er lief nur rum mit einem Schuh auf der Gasse. Ich fragte ihn, wo ist dein Schuh verschwunden? Und er sagte, ich hab keinen Schuh verloren, ich hab einen gefunden und er passt nicht. Stadt der hirnamputierten Menschen. Die Heimat von Anti. Scheiß drauf, sei mal eine Fotze, ich sei mal ein Offenbacher. Wie lange sind wir hier? 5 Minuten? Bestimmt, weniger. Wir wurden schon 2-mal nach Geld gefragt. Mehrere Offenbacher-Momente. Mit Sarah und Ivan. Versuchen nach dem Starbucks. Wir suchen einen Starbucks hier in Offenbach. Weil es in Hanau keins gibt. Und es gibt tatsächlich einen Starbucks in Offenbach. Mit Füßen? Halt die Fresse, alte Fotze! Das ist moderne Sklaverei. Das ist die Realität. Heute gibt es mehr Sklaven als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Offenbach, herzlich willkommen in der Leder- und Wetterstadt. Die Wetterstadt also. Offenbach. Heute haben sie es ziemlich gut hingekriegt mit dem Wetter hier in Offenbach. Aber es ist so, ich finde es halt geil. In Offenbach, das ist eine Wetterstadt. Und da hat man irgendwie nichts anderes außer das Wetter selbst. Also Offenbach, echt jetzt. Wir hatten noch Hoffnung in dich. Weil du einen Starbucks hattest. Aber selbst der ist irgendwie behindert hier. Der hat zu. Einfach am Sonntag. Der hat einfach zu. Der ist in so einem Mall und hat zu. Seit wann haben Starbucks tagsüber zu? Offenbach. You are stupid. Wir verlassen jetzt das wunderschöne Offenbach. Wir wurden, glaube ich, 5-mal insgesamt nach Geld gefragt. Ja, einmal nach Essen. Einmal wurde uns erklärt, dass es Straße ist. Oh ja, da kam so eine alte Frau, die sah so ein bisschen aus wie die Oma von meiner Ex, die Anti. You shamed me. Kommt sie mir so an. Das ist Straße. Und ich dachte mir, Gut, du hast gelernt, was eine Straße ist. Offenbacher Momente. Wenn Offenbacher was lernen, das ist eine Straße. Und ja. Wir lassen uns an ihrem Wissen teilhaben. Ich glaube, das könnte man wirklich, wie du gesagt hast, als humanitären Einsatz ist es. Betrachten. Jetzt müssen wir noch auf das Bundesverdienstkreuz warten. Das kriegen wir heute Abend noch. Ja. Bam. Bam. Wir schwirren gerade durch Hanau rum und haben echt keinen Plan. Handy-Akku leer. Und hoffentlich finden wir diesen Laden. Hey. Danke.
Es grenzt schon an ein Wunder. Wir haben ohne Handys tatsächlich den Brückenkopf gefunden. Auf in den Kampf. Letzter Tag der brutalen Dreitagestour. Jo, vor 6 Stunden waren wir noch in Dresden. In Dresden? Da steckst du den Finger im Arsch und drehst. Boah, das ist der Brückenkopf. Okay, und jetzt seht ihr gleich den geilen Backstage-Raum, wo die Sarah schon chillt. Ne. Ich bin die Asphaltwaldhexe. Viele Grüße von der Asphaltwaldhexe. Von der Asphaltwaldhexe. Wir setzen uns in Stimmung für den heutigen Abend langsam, langsam. Das hier ist die wertvolle historische Brücke, nachdem der Brückenkopf, der Laden, in dem wir heute spielen, benannt worden ist. So historisch wertvoll diese Brücke. Sie hat ihre eigene Geschichte. Brückengeschichte. Okay, ihr Lieben, es geht gleich los. Ich hoffe, dass ich körperlich fit genug bin, das zu schaffen heute. Keine ausgefallenen Raritäten auf jeden Fall. Aber es wird geil.